Hey, hey, meine lieben Freunde, Crazy Gamer und Crazy Gamerin. Ich bin's wieder, der Crazy Memphis, so sieht das aus. Ja, willkommen zurück zu Dark Souls. Ich habe mir jetzt auch endlich mal die beiden DLCs runtergeladen, die es jetzt gibt. Und zwar Crown of the Sunken King und Crown of the Old Iron King. Oh Gott, sorry. Und ja, kommt bei mir jetzt ein bisschen verspätet, leider. Sorry, tut mir auch leid deswegen, aber... ja, Hauptsache es kommt. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal auf den Weg machen zur Schwarzen Schlucht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann da gleich wieder. Also, bis gleich. Da sind wir auch schon, meine lieben Freunde. Alright. Wir wollen uns natürlich in das erste DLC machen, und zwar Crown of the Sunken King. Und ja, das ist natürlich hier in der Schwarzen Schlucht. Ah, lass mich in Ruhe. So. Und, ja. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ich habe mir sagen lassen, die DLCs sind nicht gerade einfach. Deswegen bin ich mit meinem Charakter, das ist mein Hexer. Der ist leider noch nicht voll ausgestattet und auch noch nicht so aufgerüstet, wie ich es eigentlich haben wollte. Aber der ist halt noch in dem Standard New Game, also in keinem New Game Plus. Und infolgedessen werde ich mit ihm die DLCs spielen. Oder jedenfalls das erste DLC, das Crown of the Sunken King definitiv. Und das andere werde ich eventuell dann mit Leonidas spielen, mit meinem Pyromanten, weil da gibt es halt auch sehr viele Pyromantie und das würde ich natürlich gern mit meinem Pyromanten haben, logischerweise. Und ja, here we go. Auf zu Crown of the Sunken King. Ja, sorry, dass jetzt auch erstmal wieder, oder dass es bei mir länger gedauert hat, wieder mit dem Live-Commentary, gerade auch jetzt mit Dark Souls. Ich habe die letzten Tage so einen kleinen Hörsturz im rechten Ohr, das ist wirklich ziemlich nervig. Nur noch Piepen und Rauschen im rechten Ohr und boah, das geht gar nicht drauf klar, Leute. Naja, aber ich werde mich trotzdem jetzt hier anstrengen, um das Let's Play hier zu vollführen. Infolgedessen, let's fucking do this. Okay. Natürlich kenne ich mich schon ein wenig aus, weil ist klar, bei mir kommt das Let's Play jetzt halt verspätet. Und so ein paar Sachen kenne ich halt schon, weil ich mir auch schon ein paar Sachen angeguckt habe, weil ich mich natürlich, oder weil ich es nicht wieder erwarten konnte. Aber naja, trotzdem wird es lustig werden, denn das DLC ist verdammt schwer und hat, ja, einige Rätsel auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall auch sehr cool finde. Oh, Drachenamulett, okay, das ist sehr gut. Denn die heilen auch Gift, soviel ich weiß. Und ja. Bin ich mal gespannt, was ich den Gegnern jetzt hier an Schulva statt des Heiligtums, was ich den Gegnern hier jetzt an Energie abziehe. Also ihr seht, ich habe das Schwarzstahl-Katana und den Menschentöter. Allerdings, der Menschentöter ist hier schwachsinnig, weil die meisten hier sowieso selbst einen vergiften. Mein Schwarzstahl-Katana ist auf plus 10. Ich habe hier die Erzdrakenglocke auf Finsternis plus 10. Und ja gut, Menschentöter ist halt auf Giftstandard nochmal aufgelevelt auf plus 2. Und ja, mehr habe ich nicht. Ich habe die Dranglake-Rüstung und habe hier die Hexenkapuze, damit ich mehr Spells habe. Und ja, wollen wir mal schauen. Hello, Mr. Dragon. Ach, apropos, ich muss hier noch was ausrüsten, fällt mir gerade auf. Und zwar meinen schönen Bogen. Jawohl. Kann ich den jetzt eigentlich schon anknallen? Hallo. Bye bye. Ja. Und es ist natürlich auch wieder so, ich werde wahrscheinlich wieder einiges vergessen hier in diesem Let's Play. Also, das ist wahrscheinlich möglich. Und da bitte ich euch natürlich drum, wenn ihr was seht, was ich übersehe, sagt mir bitte Bescheid in den Kommentaren. Und dann werde ich natürlich dafür sorgen, dass ich das dann auch hole. Und ja, ich weiß, das hier ist hier eine Abkürzung eigentlich, ne? Ja, stimmt, hier ist der Fahrstuhl. Richtig, genau, okay. Brauche ich irgendwas? Nö, wir können eigentlich. Ja, mit dem Charakter, wie gesagt, bin ich eigentlich auch mehr durch das Game gestratzt, weil ich halt, das sollte halt ein Charakter werden, damit ich halt auch schnell ins DLC kann. Und, ja. Backstab. Okay, das geht eigentlich.
Deswegen seht ihr auch, dass ich habe nur 10 Estus-Flakons und ich bin auch nur auf plus 4 mit meinen Estus-Flakons. Und, oh, hello. Ja, deswegen. Also mir fehlen hier auf jeden Fall noch auch aus dem normalen Gameplay noch ein paar Sachen. Au, hat er mich getroffen, dir. Sack. Habe ich eigentlich auch noch andere Pfeile, außer diese Großpfeile hier? What the fuck? Oh, ein Giftpfeil. Wow. Okay. Ja, komm, schenke ich dir den Giftpfeil. Daneben. Oh, er lebt ja immer noch. What? Fuck you. Achso, wir können es uns ja einfacher machen, ne? War das hier? Erstmal machen wir Schwing. Damit ich erstmal geschützt werde vor den anderen hier. Woo! Yeah! Genau das. Jetzt brauchen die nämlich auch nur noch ein paar Schläge. Na komm. Oh oh. Nix ist, mein Freund. Nix ist. Hier wird sich nicht geheilt. Und. Motherfucker. No. Was hier halt fies ist, die Bogenschützen sind sehr, sehr mies drauf. Oh, Gegenstand. Heiligtum Soldatenstulpen. Okay. Stehst du nicht auf? Nee, du bist tot. Okay, lauf. Nice. Ah. Fuck you all. Nice, I love it. So, jetzt kommst du dran, mein Freund. Alright. Ihr seht, die Schwarzstahlklinge ist natürlich, wenn man sich drauf aufgeskillt hat, sehr, sehr gut. Ist einer meiner Lieblingskatanas auf jeden Fall. No. Oh, no backstab? Fuck you. No. No. Oh, okay, ich dachte, du schlägst zweimal zu. Na denn. Okay, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen heilen. Das wäre auf jeden Fall was. Und wir heilen uns mit... Ja, komm, wir nehmen mal das Zeug, weil dann so spare ich mir meine Lebenssteine und meine Estus-Flakons. Ich werde jedes Heilmittel nehmen, um halt den Standard-Heilprozess zu sparen. nimm das... Lalalalala. Wow, 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 wow. Das tut doch weh. Fuck you. Er hat am wenigsten Energie. And fuck you. Au. Nice. Alright. Ich muss selbst nochmal gucken, wo es hier überhaupt lang geht, was ich hier überhaupt machen muss. Da gibt es ein Item. Das Item bekomme ich doch bestimmt, wenn ich mich dann hier... Wait a minute, ich muss was testen. Ich muss was testen. So. Oh, okay. Schwupp. Und here we go. Oh, nicht zu weit. Wow. Nein! Warum ist er denn zweimal? Okay. Das war jetzt wegen Hektik wahrscheinlich. Scheiße. God damn it. Sah so gut aus und dann rolle ich da wieder runter. Naja. Dann eben jetzt. Hoffentlich. Whoop. Okay, geht doch. Finster Quarzring plus 3. Okay. Ah. Von hier aus komme ich jetzt nirgendwo mehr hin, außer halt auf die Richtung, wo ich halt herkomme, ne? Ja. Jaha. Alright. Haben wir das schon mal, aber halt. Weil ich weiß ja, dass es hier noch mehr solcher Dinger gibt. Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Hol meinen Bögen raus. So. Weil wir brauchen diese Türme, damit man, ja, an einen Leuchtfeuer rankommt, kann man so sagen. Und, ja. Ah, jetzt kann ich da in diesen Turm rein, das ist sehr gut. Aha.
War hier nicht noch ein Schalter? Ah, here we go. Und der dürfte dann da vorne das Ding. Ja, genau. Perfekt. Ja. Okay. Wir gehen aber jetzt erstmal in diesen Turm hier rein. Denn da gibt es natürlich wieder ein Item oben. Schwupp. Und natürlich Gegner. Backstep for you. Pretty nice. And good night. Okay. Was mir auch auffällt, ich muss mir unbedingt noch Reparaturpulver kaufen. Denn das Schwarzstahl-Katana, man merkt es ja, es geht sehr schnell kaputt. Leider Gottes. Und Giftbissring plus 1. Oh, hello. Die Viecher sind gemein, weil die machen irgendwie hier sowas, damit, also davon geht die Rüstung kaputt, wenn die einen angreifen. Beziehungsweise die fangen auch mal an zu qualmen, so ganz komisch. Und das ist halt dieser gelbe Qualm. Und der macht halt die Ausrüstung kaputt. Das ist nicht gut. Wir gehen erstmal hier außen rum, denn hier scheint auch noch bestimmt was zu sein. Versuche vorne, okay. Ah, ich kann hier runter, ne? Hahaha. Wow. Oh, okay. Alter Pflanzenbalsam. Das sind doch die hier, ne? Erhöht vorübergehend Stärke, okay. Na den. Jump! No. Backstep for you, bitch. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Ah! Ich will nicht von diesem Bogenschützen noch getroffen werden. No! Fuck you. Ah, fuck. Ah, dieses Giftding hier nervt auch, weil den kann man eigentlich nur mit dem Bogen platt machen, so gut wie. Einmal diesen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell, dass hier jetzt gleich 1000 Gegner hinter mir stehen. Oh, hello. Ja, mach mal dich doch mal zuerst, wa? No. Oh, keine Ausdauer. Au. Dumme Drecksau, das tut doch weh. Okay, here we go. Jetzt habe ich natürlich so einen verschwendet, was ich nicht machen wollte. Kommt noch einer? Nö. So, my friend. Rah. Juhu. Good night. Das macht uns eine kleine Abkürzung auf. Und ja, meine lieben Freunde, ich werde dann jetzt hier erstmal nochmal einen kleinen Break einlegen. Ich hoffe, dass hier jetzt kein Gegner mehr kommt. Und ja, wenn euch der Part trotzdem ein wenig gefallen hat, dann hinterlasst mir doch mal einen Daumen, eventuell auch nochmal einen Kommentar. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, was ich wissen sollte, dann haut es auch in die Kommentare rein unter dem Video. Und ja, wenn ihr natürlich Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde Dark Souls 2 Crown of the Sunken King. Yeah. Infolgedessen, achso, ja, nee, schön, dass ihr natürlich dabei gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten und ich danke euch dafür. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.